Hallo, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, habe mich sehr auf dich gefreut, denn es gibt eine ganz besondere Überraschung, nämlich dieses Fotoalbum. In einem anderen Video habe ich ja einen kleinen Kaufmannsladen vorgestellt, den ich mal zu Weihnachten bekommen habe. Und in diesem Album habe ich tatsächlich ein Weihnachtsfoto gefunden von dem Weihnachtsfest, bei dem ich es bekommen habe. Es ist also schon ein sehr altes Album mit Familienfotos. Das schillert so ein bisschen. So eine kleine Reliefstruktur drauf. Man hört das, wenn man da drüber streicht. Rautenmuster. Und ich habe mir hier zwei Lesezeichen reingelegt. Jetzt werde ich das für dich einmal aufschlagen. An diesen Stellen. Dieses Foto, was mir als Lesezeichen dient, zeigt mich mit meiner Mutter, auch an einem Weihnachtsfest. Das ist aber noch nicht das, als ich den, bei dem ich den Kaufmannsladen beschenkt bekam. Das war etwas früher. Steht auch da oben drauf, Dezember 1955. Da bin ich mit meinen Eltern zu sehen, unten. Und dann auch mit meiner Mutter noch einmal und alleine mit ganz vielen Stofftieren, die ich geschenkt bekam. Die Fotoalben hatten damals dieses schöne Seidenpapier immer zwischen den Seiten. Es wirkt sehr edel. Und hier, beim zweiten Lesezeichen. Das zeigt meine Mutter. Und hier sehen wir das Weihnachtsfest mit dem Kaufmannsladen im Hintergrund. Man sieht den Kaufmannsladen auf dem Sofa. Es stehen noch Schächtelchen drin. Also das Warenangebot ist schon vorhanden gewesen, offenbar. Und ich mit einer Puppe auf dem Arm. Das habe ich nur für das Foto gemacht. Ich habe nämlich nie gerne mit Puppen gespielt und habe das auch nie getan. Also das war nur fürs Foto. Das wollten meine Eltern so. Mit dem Kaufmannsladen habe ich allerdings oft gespielt. Den habe ich sehr, sehr geliebt. Und hier ist glücklicherweise auch vermerkt, Weihnachten 1957. Ja.
Das ist also der Kaufmannsladen, den du wahrscheinlich ja auch schon kennst. Und beim letzten Video funktionierte ja einiges auch nicht so gut. Er ist immer noch nicht komplett restauriert, aber die kleinen Lämpchen leuchten wieder, die lassen sich jetzt einschalten und auch die Klingel für die Kunden funktioniert. Das zeige ich dir jetzt mal zuerst. Man sieht es hoffentlich gut. Die werde ich eingeschaltet lassen. Und jetzt kommt die Klingel. Hier, das ist auch eine neue. Im letzten Video hatte die falsche Farbe. Die muss natürlich rot sein. Das ist sie nun. Und sie funktioniert auch jetzt wieder mit dem Schalter von damals. Immer noch. Den kannst du jetzt auch einmal hören. Die Klingel ist recht laut eigentlich. Man muss ja auch hören, wenn jemand einkaufen möchte, wenn ein Kunde kommt. Hier habe ich die Waage schon mal hingestellt. Naja, sie hat nie so ganz perfekt funktioniert. Also man kann damit nicht wirklich feststellen, wie viel die Waren wiegen. Das kleine Schälchen kann man abnehmen. Hier unten ist eine kleine Feder. Natürlich ist die inzwischen auch ein wenig ausgeleiert, aber es funktioniert noch und das reicht auch so aus. Die Kasse ist nach wie vor ein wenig lediert. Da weiß ich auch noch nicht genau, wie ich sie reparieren könnte, aber vielleicht klappt das ja auch irgendwann. Hier kann man dann die Preise angeben. Damals natürlich in D-Mark. Und mit diesem kleinen Hebelchen kann man diese Kasse hier öffnen. Wenn ich jetzt auf dieses Hebelchen drücke, öffnet sich die Kasse. Da ist auch ein wenig Geld drin. Spielgeld natürlich. Auch noch von damals, Ende der 50er Jahre. Scheine habe ich leider nicht gefunden. Wahrscheinlich lief der Laden nicht so gut. Ich weiß es nicht. Die Kunden haben wahrscheinlich alle anschreiben lassen und dann nie bezahlt. Sowas gab es damals noch. So, nun fehlt ja noch was ganz Wichtiges, nämlich die Waren. Da habe ich ja auch noch ganz viele Schachteln von damals. Sind in dieser Blechdose. Die reicht allerdings nicht aus. Ich habe zwei solche Dosen voll von Waren für den kleinen Kaufmannsladen. Die zeige ich dir jetzt. Ich werde jetzt den kleinen Laden bestücken, damit dann auch die Kunden bedient werden können. Zuerst ich diese kleinen Bonbongläser. Jetzt ist auch was drin. Das sind, ja, vielleicht Pfefferminzbonbons. Ein zweites.
mit kleinen rosafarbenen Bonbons, vielleicht Aprikose. Ich finde, die sehen sehr stark nach Aprikose aus. Da sind ganz bunte Bonbons drin. Eine Mischung. Das ist Puffreis. Und der ist auch noch aus den 50er Jahren. Den habe ich aufgeteilt in den vielen Schächtelchen gefunden. Also gerade so viel, dass es in dieses Glas reinpasste. Also das sind die drei verschiedenen Bonbonsorten, die hier im Laden angeboten werden. Ja, dann habe ich auch noch von damals solche Tütchen. Das hat mich als Kind schon immer ein bisschen gestört, dass die mir für diesen Laden ein wenig zu groß erschienen. Aber wahrscheinlich, die sind ja nur nicht selbst gemacht. Die haben meine Eltern in einem Spielwarenladen gekauft. Gab es die nicht kleiner? Ich habe sie trotzdem verwendet. Man sieht das bei dieser hier, die ist schon sehr stark zerknittert. Viele habe ich aber tatsächlich aufgehoben, die sind noch nie gebraucht worden. Und mal sehen, da steht ja auch was drauf. Für ihre Puppen kauft Klein Ingelein viele gute Sachen ein. Ja, ich habe nie gerne mit Puppen gespielt, tatsächlich nicht. Bei mir haben Stofftiere eingekauft. Kleine kuschelige, flauschige Teddybären zum Beispiel, die waren Kunden in diesem Laden. Und hier, diese Tüte, die sieht noch recht neu aus. Kaufhaus Kinderglück. Das ist dann wohl der Name von diesem Laden gewesen. Ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht hieß er Angies Kaufmannsladen? Keine Ahnung. Die lagen hier unterm Tresen in so einer kleinen Ablage. Ja. Was haben wir noch? Diese Tütchen waren auch noch in den Schachteln. Die sind aber ganz sicher nicht von damals. Solche Plastiktüten gab es nicht. Die Läden, in denen meine Mutter mit mir einkaufen ging, die waren tatsächlich damals vielfach solche wie dieser hier. Und Plastiktüten gab es da nicht. Meine Tochter hat ja auch schon mal, als sie klein war, mit diesem Laden gespielt. Und ich denke, diese Plastiktütchen sind aus dieser Zeit da reingeraten. Aber die sind sehr praktisch dafür, weil sie eben auch kleiner sind. Kommen jetzt auch unter die Ladentheke. Hier gibt es noch ein kleines Einkaufsnetz. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich das damals schon hatte oder ob es aus der Zeit stammt, in der meine Tochter da mitgespielt hat. Aber keine Ahnung, egal. Ich finde, das Größenverhältnis ist recht gut. Das werden wir dann gleich auch noch füllen. Ich lege es erst einmal zur Seite. Und nun werde ich die Regale füllen, damit auch die Kunden dann etwas zum Einkaufen haben.
Ich fange mal an. Was habe ich denn hier so? Ein ganzes Sortiment von Waschpulver habe ich. Dieses hier zum Beispiel. Wäscht Wolle, Seide, Nylon, Perlon. Die sanfte Wäsche. Und hier unten rein. Ja, dann haben wir noch eine Dose mit einer Schildkröte drauf, Panzer. Das ist Wachs für die Fußbodenpflege. Aber auch für die Möbelpflege steht da drauf. Und ich habe diese Dose mal geöffnet. Vieles ließ sich nicht mehr öffnen, aber diese habe ich aufbekommen. Und tatsächlich, das kannst du jetzt natürlich nicht nachvollziehen, aber wenn man sie öffnet, riecht sie nach Bohnenwachs. Also das war anscheinend eine Warenprobe und es war wirklich Bohnenwachs drin. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich damals jemals versucht habe, den Fußboden in diesem Laden damit zu pflegen. Wahrscheinlich nicht. Aber irgendwie doch ist das Döschen leer. Aber es riecht sehr gut. Das ist ein Geschirrspülmittel für die Spülmaschine, bestimmt nicht aus den 50er Jahren. Damit hat dann wohl meine Tochter gespielt, denn damals gab es keine Spülmaschinen. Man musste alles selber spülen. Also das gab es nicht, davon hat man allenfalls geträumt. Davon ist auch noch ein zweites Schächtelchen, ist natürlich nichts drin. Aber hier ist noch was drin. Das ist Edelhartwachs für die Fußbodenpflege, zum Beispiel für Linoleum. Linoleumfußböden waren damals sehr modern und die wurden regelmäßig gewachst. Und bei uns war der Fußboden so glatt, dass ich darauf rutschen konnte, wie auf einer Eisfläche, so auf einer Eisfläche schlittern. Das war dann darauf möglich. Dies ist also drin geblieben, nie benutzt worden. Es wird wohl auch so bleiben. Das ist da vielleicht schon ein bisschen viel. Das räume ich dann mal hier rein. Das blaue Schächtelchen beinhaltet Scheuerpulver. Das passt vielleicht dort noch rein. Kommt hier hin. Hier ist noch etwas sehr Interessantes. Auch ein kleines Döschen. Ich weiß gar nicht. Ja, es lässt sich öffnen. Da ist nichts mehr drin. Das ist Rotfrosch, Schuhcreme, Mittelbraun. Ja, ich frage mich, ob es vielleicht auch eine Variante Schwarzfrosch gab für schwarze Schuhcreme. Hier gibt es allerdings nur den Rotfrosch. Noch einmal
mittelbraun, altbewährt. Damals war es aber so, wenn ein Kunde etwas gewünscht hat, was im Verkaufsraum nicht ausgestellt war, dann konnte es durchaus sein, dass er das trotzdem bekommen konnte, denn jeder Laden hatte noch ein Lager und da konnte man dann noch einige Waren aus dem Lager holen. Also zum Beispiel, wenn man auf die verrückte Idee kam, zu Ostern Weihnachtskugeln kaufen zu wollen, konnte das durchaus möglich sein, dass man die auch bekam. Ein weiteres Waschmittel. Und noch einmal ein Colorwaschmittel. Schächtelchen Fleckensalz, ja, für die Waschmaschine. Damals hatten wir allerdings keine Waschmaschine. Das kam erst sehr viel später. Hoffmanns Reisstärke. Sicherlich ein Schächtelchen aus den 50ern. Ich musste erst überlegen, was das eigentlich ist. Damit hat man Wäsche gestärkt, also zum Beispiel Kragen und Manschetten und Spitzen und Rüschen. Ja, das füllt sich hier schon sehr. Aber ein Waschmittel gibt es noch, ein Wollwaschmittel. Das stellen wir dann mal hier rein. Es gibt auch Pflegeprodukte, Cream Bar, Seife, davon gibt es auch noch eine zweite. Diese Schachtel habe ich immer sehr gemocht. Auch eine Seife, sehr hübsch verpackt. Eine spanische Seife, Macha. Ich stelle hier oben hin, wo man sie gut sieht. Passt ja farblich auch wunderbar zum Laden. Fläschchen Parfüm, Eau de Toilette. Also da ist auch wirklich etwas drin. Das war mal ein Probefläschchen. Sehen. Und ein kleines Schächtelchen mit einem Lippenstift. Rosa verpackt. Da ist wirklich einer drin. Ein kleiner Puppenlippenstift. Ich weiß nicht, ob mein kleiner Teddy den gebraucht hat. Eine sehr dunkelrote Farbe.
Das ist Watte. Mal schauen. Tatsächlich ist wirklich Watte drin. Wieder Seife. Die kommt zu der anderen. Ja, auch so ein altes Schächtelchen. Rillensauber steht drauf. Rillensauber. Ich dachte, vielleicht kann man damit Fliesen reinigen, die Rillen, die Fugen, aber nein. Schäumt, reinigt, massiert. Das ist ein Handwaschmittel. Samtweiche, glatte Hände durch Aprador. Rillen sauber. Sehr interessant. Ja, dann ein Schächtelchen. Sumatra Rain Eau de Toilette. Ah, voll geheimnisvoll inspirierend maskulin. Für den Herrn. Ich glaube, das waren die Pflegeprodukte. Jetzt, ja, jetzt gibt es das sind Kinderspiele, Quiek. Quack, Miau, das fröhliche Tierstimmenspiel. Dann warte und pass auf, ein Verkehrsregeln-Lernspiel. Der kleine Laden ist doch gut ausgestattet. Mini-Steck. Wahrscheinlich kann man damit Tierfiguren stecken mit bunten Perlen. Und dieses heißt Wasserfreude. Damit kann man Enten abbilden. Und Fische, Mini-Steck. Das heißt Mix-Max mit einem Clown drauf. Und es ist auch etwas drin. Das war aber nicht ursprünglich da drin. Das habe ich reingelegt. Und zwar hat meine Tochter mir mal ein kleines Spiel gebastelt, so eine Art Bilderdomino. Und das sind solche kleinen Kärtchen. Die passen genau in diese Schachtel rein. Und so ist jetzt wirklich ein kleines Spiel da drin.
der Laden ist für Kinderhände gemacht. Dann noch ein letztes Spiel, mehr habe ich dann nicht. Nein. Mensch, ärgere dich nicht, ein Klassiker. Ja. Damit ist das Spieleangebot perfekt. Nun geht es weiter mit Lebensmitteln. Die gibt es natürlich auch. Und ja, ganz wichtig, sicherlich, Nudeln. Kikeriki Eiernudeln. Kikeriki mit einem kleinen Hahn drauf. Und da sind auch welche drin. Also die, denke ich, stammen noch aus den 50er Jahren. Also die werden da jetzt drin bleiben. Die habe ich bestimmt mal bei meiner Mutter abgestaubt. Es gibt noch eine andere Sorte. Eiermakaroni. Da ist nichts drin. Nudeln waren wohl sehr beliebt bei mir. Buchstabennudeln, da habe ich natürlich auch schon reingeschaut. Da, wo geht's auf? Buchstabennudeln, tatsächlich Buchstabennudeln, ganz kleine. Ja, wohl auch schon über 50 Jahre alt. Nochmal Nudeln. Diesmal sind das Sternchen. Und ja, kleine Sternchen. Das Nudelangebot ist sehr gut. Eiernudeln. Ja, mal ein bisschen aufräumen hier. Muss ja noch viel reinpassen. Und was kommt da? Kikeriki-Eiernudeln. Und Nudeln. Das ist das vollständige Nudelangebot. Es geht jetzt weiter mit Kaffee.
sollte nicht mit Gewalt öffnen. Ist anscheinend sowieso nichts drin. Davon habe ich auch noch eine. Kräftig volle Mischung. Das Kaffeeangebot ist auch nicht schlecht. Eine sehr alte Schachtel hier nochmal. Aerotherm gerüstet. Ah ja. Okay. Und nochmal Kaffee. In einer goldenen Schachtel. Damals mochte ich natürlich keinen Kaffee. Den hätte ich auch nicht bekommen. Aber heute schätze ich Kaffee sehr. Das wusste ich damals natürlich noch nicht. Ich fand den einfach nur bitter. Noch eine goldene Schachtel mit Kaffee. Kaffee Gold. Ups. Ja, wie gesagt. Es ist ein Laden für kleine Leute eigentlich. Da ist nochmal Kaffee. Der ist aber koffeinfrei. Steht drauf, garantiert koffeinfrei. Erstaunlicherweise ist frei von Koffein. Er regt an, ohne aufzuregen. Das finde ich interessant. Diese Schachtel mit den blauen Pünktchen fand ich immer sehr hübsch. Ist auch reichlich benutzt, hat hier so eine kleine Delle. Ist auch ein Kaffeeersatz. Ich glaube, den habe ich manchmal tatsächlich bekommen, weil ich auch das trinken wollte, was die Erwachsenen trinken. Aber geschmeckt hat er mir nicht. Eben zu bitter. Nochmal Kaffee, reiner löslicher Kaffee, Inhalt 3,5 Gramm für 2 Tassen. Das war anscheinend mal eine Probe. Dann, also sehr viel Kaffee im Sortiment und anscheinend nur einmal Tee. Aber eine hübsche Schachtel. Silberrot passt sehr schön zu diesem Laden. Aber vorher habe ich noch etwas. Kakao. Mochte ich damals sehr gern. Darf natürlich nicht fehlen. Und nochmal Kakao.
das hübsche Schächtelchen stelle ich ganz vorne hin. Oh, da ist Tee drin. Der fällt sogar ein bisschen raus. Die werde ich jetzt mal nicht öffnen. Da ist wirklich Tee drin. Hat ein bisschen hier auf den Tresen gekrümelt. Abends muss man ja den Laden ohnehin sauber machen. Also nicht so schlimm. Hier ist jetzt nichts mehr drin in dieser Dose. Nur noch so ein kleines Schäufelchen. Um nachher, damit kann man also die Waren aus diesen Schubladen in Tütchen füllen. Die kommt jetzt da rein. Aber es ist ja noch vieles in den Regalen frei geblieben. Das heißt, jetzt kommt die andere Schachtel. Vielleicht sehen, da ist auch noch eine Menge drin. Ja, da sind auch noch Lebensmittel. Hier zum Beispiel eine Eiermuschelsuppe. Silber, Rot, Gelb. Mit feinen Gemüsen. Jetzt mal hier unten hin. Diese sieht ganz ähnlich aus, aber mit einem Hühnchen drauf. Hühnersuppe mit Nudeln. Wir haben wieder das Thema Nudeln. Dann noch das kleine gelbe Schächtelchen. Verbessert und verfeinert Suppen, Soßen, Gemüsegerichte. Mit der hier habe ich immer gern gespielt. Ich habe sie allerdings nie geöffnet. Das ist also immer noch. Ist immer noch original gefüllt. Stelle ich hier mal zu den Suppen. Dann noch ein bisschen umräumen. So. Wichtig für viele Kaffeetrinker. Wir haben ja hier oben den Kaffee und Kaffeesahne. Die fand ich auch immer etwas überdimensioniert für meinen Laden, aber ich hatte keine anderen. Noch einmal. Also für Leute, die sehr viel Kaffee trinken. Ich stelle mal da oben drauf. Wenn das funktioniert, funktioniert nicht. Doch. Das muss ja alles reinpassen. Dann für die Teetrinker. Candice.
weitere Getränke. Sekt. Ja, sowas habe ich hier auch im Laden angeboten. Passt ja auch sehr gut zu Orangensaft. Stelle ich mal daneben. Da ist das Angebot auch etwas größer. Und noch einmal Orangensaft. Was könnte, also zu Sekt, Orangensaft, vielleicht geröstete und gesalzene Erdnüsse. Ja. Ja, vielleicht Butterkeks noch dazu. Xox, ein schönes Wort. Xox. Xox, Butterkeks. Wir sind bei den Naschereien. Da darf natürlich Schokolade nicht fehlen. Die ist aber, glaube ich, aus dem Sortiment meiner Tochter. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich damals Schokoladeschächtelchen hatte. Und wenn ich so kleine Täfelchen hatte, wo wirklich etwas drin gewesen ist, naja, dann hätten die es auch bis heute nicht überlebt. Hier ist auch nichts drin. Da sind noch Pastillen, Halspastillen für Rachen, Hals, Kehlkopf, bei Schnupfen, Katarrh, Asthma, Grippe und so weiter. Ja, ich glaube, das ist das Einzige aus der Medizinabteilung. Sowas hatte ich, glaube ich, nicht sonst. Ist nichts drin. Zwei Tütchen, die sind bestimmt auch neueren Datums. Die bekommt man ja in einem Café oft dazu, wenn man Tee trinkt. Also vielleicht stelle ich die mal oder lege ich die mal hier oben dazu. Ist immer noch sehr viel hier. Ich hoffe, ich bringe alles unter. Babynahrung. Tja, das war auch dabei. Und nochmal. Für Flasche und Brei. Ah, jetzt kommt noch was Interessantes. Götterspeise. Mochte ich als Kind sehr gerne. Auch weil die so hübsch aussieht. Waldmeistergeschmack. Noch einmal eine andere Sorte. Wackelpeter.
Kirsch. Ja, beides Kirsch. Aber im Lager gibt es bestimmt noch andere Sorten. Haferflocken. Ja, sind keine drin. Könnte man ja noch reinfüllen, aber Kochzeit 5 Minuten, leicht quellend, milchig, süß. Süß. Ja, stelle ich mal da unten rein. Oder ja. Noch einmal Haferflocken. Und was haben wir da? Schokomüsli. Passen gut zu den Haferflocken. Und nochmal Schokomüsli. Ist ja noch was Interessantes. Käse. Hier nochmal zu den Lebensmitteln. Und noch eine andere Variante. Camembert. Davon habe ich auch noch zwei. Mondamin zum Backen und Kochen. Leckeres Reibekuchen oder Kartoffelpuffer. Jetzt füllen sich die Regale aber wirklich. Reismehl, auch dem schwächsten Magen bekömmlich, steht drauf. Reismehl. Feine Speisestärke. Semmelbrösel. Garantiert rein steht drauf. Garantiert reine Semmelbrösel. Jetzt wird es hier schon sehr voll. Noch was ganz Hübsches. Ein kleines Döschen. Sauerkraut. Es ist auch irgendwas drin, bestimmt kein Sauerkraut. Ich habe es nicht rausgefunden, weil ich das Döschen nicht aufbekommen habe. Ich möchte es natürlich auch nicht zerstören. So werde ich es jetzt nicht rausfinden. Wir werden es nicht rausfinden, was da drin ist. Salz natürlich auch, wenn es wichtig beim Kochen.
Spezialsalz. Noch einmal. Und noch einmal Salz. Das ist Jodsalz. Ja, damit ist jetzt diese zweite Blechdose leer, bis auf dieses kleine Plastiktütchen, eben aus späterer Zeit. Da hat dann wohl meine Tochter mitgespielt. Kommt hier unter den Tresen. Ja. Okay. Und jetzt schauen wir mal, was in den Schubladen so ist. Manche gehen sehr schwer auf und man muss immer darauf achten, dass man sie nicht vertauscht, denn jede hat ihren Platz. Es ist ja handgefertigt und die Schubladen kann man nicht vertauschen, dann darf man nicht vertauschen, dann passen sie nicht mehr rein. Deswegen muss man da sehr stark drauf achten. Diese hier zum Beispiel. Da steht auch hinten drauf, rechte Seite links oben, damit man auch die wiederfindet. Also als Kind habe ich da auch immer sehr drauf geachtet, dass ich die nicht durcheinander würfel. Hier sind Nudeln drin, Buchstabennudeln in diesem Fall. Und die kann man jetzt mit dem kleinen Schäufelchen abfüllen. Vorher natürlich wiegen. Mal sehen, ob die Waage etwas. Ja. 1,5 zeigt sie. Jetzt 2. Ich glaube, naja, so genau funktionierte das nie. Aber immerhin. Dann braucht man eins von diesen Tütchen. Kaufhaus Kinderglück. Buchstabennudeln aus dem Kaufhaus Kinderglück. 10. Dass jetzt in diese kleine Tasche passt.
Die Schublade, bevor ich die nächste rausziehe, muss wieder an ihren angestammten Platz. Ganz wichtig. Vielleicht gibt es auch noch ein paar Bonbons. Dafür eignet sich sicher so ein ganz kleines Plastiktütchen. Das muss man sicherlich auch sehr vorsichtig anstellen. Pfefferminz. Weiter mit Aprikose. Drittes Tütchen. Für die bunte Mischung. Uiuiui, die wollen mich nicht doch. Die sind ein wenig zu groß für die Gläschen. Die da auch noch rein. Da ist ja noch in einer zweiten Schublade etwas drin. Sind Graupen.
Hier ist auch noch ein Tütchen da, sicherlich. Schauen. Ein rotes. Mal schauen, ob das auch noch reinpasst. Ja. Drittes Tütchen fast noch rein, denke ich, in unser Einkaufsnetz. Und dann nehmen wir Reis. Wiegt ein bisschen mehr. Ein Tütchen. Ich nehme ein blaues.
ist unser Einkaufsnetz gefüllt, gut gefüllt, denke ich. Vielleicht passt noch ein Schächtelchen mit rein. Was nehmen wir? Etwas gegen Heiserkeit. Und naja, Schokolade ist immer gut. Was nehmen wir noch? Wie wär's mit Wackelpeter? Naja, mehr kann man auch kaum nach Hause tragen. Die Läden waren damals ja auch alle sehr nah. Man konnte gut zu Fuß hingehen und manche gingen täglich einkaufen. Also ist das für heute sicherlich genug. Werde ich nochmal die Schublade wieder an ihren Platz bringen. Das war unser Einkauf im Kaufmannsladen, in Angies Kaufmannsladen. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Vergnügen bereitet wie mir. Ich habe mich in meine Kindheit zurückversetzt gefühlt. Du vielleicht auch. Für mich war es eine wunderbare Erinnerung. Und ja. Damit werde ich dann jetzt in dem kleinen Laden das Licht ausschalten. Und es kann ja sein, dass wir uns hier auch einmal wieder treffen. Auf jeden Fall wünsche ich dir noch eine wunderbare Zeit und ich hoffe wirklich, wir sehen uns bald wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.